Willkommen zurück zu Pokémon XD, der dunkle Sturm. Ja, Freunde, wir sind hier immer noch im Team Krypto-Versteck. Und ja, sind auf der Suche nach dem Captain Olaf, dem Boss von denen, der hinter dieser Krypto-Pokémon-Produktion steckt. Soll sich ganz oben befinden. Was hat der Forscher überhaupt hier zu sagen? Uns gelang eine technologische Sensation. Wir können ganz viele Pokémon gleichzeitig in Krypto-Pokémon umwandeln. Es geht viel schneller als früher. Deshalb konnten wir all die Pokémon von der Libra auch in dieser kurzen Zeit bearbeiten. Und das können wir machen, solange wir wollen. Wenn irgendjemand versucht, unseren fantastischen Plan zu durchkreuzen, dann wird er sein blaues Wunder erleben. Oh shit. Der erste Nicht-Krypto-Typi, der uns hier herausfordert. Versteht ihr da, Krypto? Ja, nicht das typische Team Krypto-Design. Mal gucken, was der hat. Hier fahre ich Arealus. Nervig. Da fehlt Flamara mit Biss und Flammenwurf. Ja, passt schon. Dann machen wir so. Wir lenken alles auf Arealus. Kein Bock auf den. Wie er fliegt bei Agilität. Wie frage ich. Vielleicht reicht der Dönerblitz sogar schon. Der reicht. Cool. Damit habe ich nicht gerechnet. Giflor. Cool. Kommt jetzt nicht der Aurorstrahl? Ich weiß nicht, ob es reicht für Giflor. Glaube nicht. Nee. Spezialverteidigung ist zu hoch. Schnüffler. Oh, ich hab hier solche Angst. Ich hab hier solche Angst. Ich hab nicht mal Geist-Pokémon, du Lappen. So ein Schwachsinn, Mann. Ist nur für Normal-Pokémon, die mit normalen Attacken Geist-Pokémon treffen können. Hat ja viel gebracht, die Agilität und der Schnüffler. Wow. Ey, du Forscher-Typ hier, ey. Ey, ich glaube, du kannst uns richtig heftig aufhalten. Ich merke schon. Du bist eine sehr schlimme Bedrohung für mich. Du wirst Ruhm für Team Krypto bringen. Meine Pokémon gehen nacheinander down. So schnell kann ich gar nicht gucken. Das ist der größte Versager, den ich je gesehen habe. Dieser Forscher. 39. Ja moin! UV-Haus, der geht ordentlich ab. Mal Level 40. Granbull. Jetzt schickt er einen Kampfhund auf uns los. Oh, Bedroher, Bedroher, Bedroher. Zum Glück greifen wir alle speziell an. Wenn wir physisch angreifen, ja dann mal guten Morgen. Dann hätten wir jetzt echt gar nichts mehr an Schaden auszuteilen. Ah, Sandwirbel trifft bestimmt irgendwas nicht. Damierblex ist nicht so gefährlich. Ich lenke mal den gesamten Schaden auf Granbull lieber. Ich hoffe, es trifft jetzt auch der Donnerblitz. Bitte trifft. Danke. Vielleicht reicht es sogar schon, aber ich glaube nicht. Oh doch. Scheinbar hat er nicht so eine gute Spezialverteidigung. Sieht jetzt so mächtig aus. Bin mir dessen nicht bewusst. Welcher Wert jetzt höher ist. Wahrscheinlich der Verteidigungswert. Oh, bin ich schon wieder fast voll geheilt. Ah fuck, wir haben nur 4 AP für Donnerblitz. Das ist uncool. Das ist sehr uncool. Normalerweise müssten wir nochmal zurück zu der Maschine. Oh, jetzt trifft das nicht mal. Ja, reicht ja. Problem ist, Sandwirbel geht nur auf ein Pokémon. Der andere könnte ich immer noch besiegen. Der Robby, der macht das mal gerade mit 2 Moves. So sorry, not sorry. So ein Mist. Bist du Wario oder was von Mario Party? Ein Großteil der hier produzierten Krypto-Pokémon wurde schon weggebracht. Ich habe auch gehört, dass das XD-001, das ultimative Krypto-Pokémon, bereits so gut wie vollendet ist. Du bist wohl leider zu spät. Und die Queen ist aufgetaucht. Schön. Oh, da kommt noch einer. Fuck! Ey Leute, ich gehe gleich offscreen zurück. Ich schneide euch das. Also du bist das, die Person, die 14% Einbußen unserer effektiven Produktivität verursachte.
Ah, du bist der Bengel, der uns bei der Libra in die Quere kam. Tja, es sieht so aus, als ob du mehr über Team Krypto weißt, als gut für dich ist. Falls nichts unternommen wird, besteht eine 98%ige Wahrscheinlichkeit, dass du Krypto irgendwann klar vereitelst. In dem Fall würde der Gefahrenfaktor für Team Krypto um 54% steigen. Das wäre unvertretbar. Aus diesem Grunde werde ich dich hier und jetzt aufhalten. Loki, ey. Geh zurück zur nordischen Mythologie. Bei der Loki, glaube ich, mit I geschrieben wird, aber trotzdem. Ninja Turm, oh mein Gott. Na gut, ich hab ich da was gegen? Na, Flamara. Aber mit dem Pokémon kann ich nichts machen, wegen Wunderwache. Nur sehr effektiv Moves. Können Ninja Turm Schaden machen, habe ich halt jetzt nichts von. Ärgerlich. Muss ich gleich durchwechseln. Na, da habe ich nichts. Dann alles auf wohin genau. Natürlich überlebt er es. Aber das nicht. Ja, blöd, ey. Ich habe nichts gegen Ninja Turm jetzt. Brava! Ja, Knackleon kann man meinen Poképlatz in die Wüste bekommen. Und sich sein eigenes Libeldra züchten. Aber wie Brava halt. Dann später Libeldra. Eis ist sehr effektiv. Vierfach effektiv. Oh, ein Lichtschild. Sandgrab. Oh, und der ist jetzt im Sandgrab gefangen, ne? Ich hätte auch wechseln können anstatt Lichtschild, weil ich muss eh gleich wechseln. Das war ein Fehler. Na, ah, was soll's. Ich habe echt nur Flamare, glaube ich, der was gegen Ninja Turm ausrichten kann. Stolrock! 38, cool. 100 KP. Magneton. Ja, noch ein Grund mehr für Flamare. Wird Zeit, Leute, wird Zeit. Krypto, okay. Dann tausche ich Robby aus, würde ich sagen. Ja. Machen wir so. Donnerwelle auf Magneton. Wow, der Katz hat fast null Schaden gemacht. Wegen Überreste. Unter die Ursa hat irgendwas gefunden, sehe ich gerade. Er hat ein Item. Donnerwelle auf Magneton. Wetter. Was war das denn wieder? Himmel verdunkelt sich. Ach, das war sowas wie Sea, glaube ich. Komm nochmal auf Robby. Ah ne. Hätte er sogar gemacht, aber der ist hier nicht mehr da. Fail. Haben wir ja gerade gewechselt. Ach nee, das war das, was Lunastein gemacht hat. Dieser Mist war das. Triffst alle Pokémon. LOL, tötet das. Moment, es töten ihn ja Ton, glaube ich, jetzt. Wie kann man nur so dumm sein wie dieser Gegner? Weil Ninja Turm hat ja nur eine KP. Sein eigenes Pokémon gekillt. Oh Gott, der schlechteste Pokémon-Trainer ever, Leute. Biss und Hyperball. Probieren wir's. Versuchen wir's zu fangen. Zwar nicht geschwächt. Deswegen glaube ich auch nicht, dass was wird. Probieren geht über Studieren. Eins. Zwei. Drei. Probieren geht über Studieren. Just try easy. Versuch's einfach. Oh nein, meine Rechnung geht nicht auf. Der mit seinen Wahrscheinlichkeiten und Prozenten, der geht mir so auf den Keks, dieser Typ. Ist er weg. Systemhebel? Oh, ich glaube, es war sogar relevant. Aha. Systemhebel. Hebel.
Bestandteil der Steuerung einer Maschine. Wir wissen noch nicht, für welche Maschine das benötigt wird. Behalten es aber mal im Hinterkopf. Ich gehe jetzt offscreen zurück. Wir sehen uns gleich wieder an dieser Stelle. Kurzer Schnitt. So, Leute, die Pokémon sind wieder vollständig regeneriert. Und was hat jetzt eigentlich Teddy Ursa? Ah, Gegengift. Naja, besser als nichts. Oh Gott. Oh, wir sind aber fast auf der Spitze, ne? Und wir sind sogar auf der Spitze. Oh, oh. Ich glaube, wir nähern uns dem Olaf langsam. Ich bin ein Olaf, dass du es mit dir geschafft hast. Ich will dich gebührend willkommen heißen. Okay, dann mach das mal, was? Brix. Oh, anderer Schauplatz jetzt. Jetzt kämpfen wir auf dem Dach. Geowatz. Ja, moin. Aber Aquaknarre, vierfach effektiv. Deswegen sage ich schon mal, goodbye, Geowatz. Da ist der Weg. Geowatz, tschüss. Ha, feels good, man, mit der 18 Donnerblitze. Gucken, ob es reicht. Ja, es reicht sogar für Maschok. So, was du nicht, mach Mai. Hättest du auch Maschok einmal kurz durchtauschen können. Jetzt mach Mai gehabt. Das haben wir mit Georock auch damals scheinbar gemacht. Oh, Fasselke, für den habe ich jetzt nichts. Ja, Flamare, Godlike gegen. Blöd. Ich habe auch keinen Bock zu wechseln. Hier, was zum Lachen, nun mal eigentlich. Vierfach Schwäche Wasser. Mit jedem schwachen Wasser-Move kriegst du ihn one-hitted. Das ist so dumm. Oh Mann, sag's jetzt. Na ja, gut, okay, vierfach Schwäche Elektro. Ich hatte einmal so Probleme gegen den, deswegen. Ist noch irgendwie im Kopf geblieben. Mal hatte ich einfach aus nicht gerade nicht draußen, wo wir das letzte Mal gegen Mantax gekämpft haben. Jetzt soll es One Hit sein, vor allen Dingen mit dem Volltreffer, Mann. Mantax, die Steuer des Mannes ist besiegt. Versteht ihr? Tax, Steuer. Man, Mann, Mann, Steuer. Steuer eines Mannes. X-Bart. Oh nein, jetzt geht das wieder los. Erste X-Bart-Regel. X-Bart fängt immer an. Na toll. Ich hab mal Ohrstrahl auf X-Bart gemacht, ey. Konter. Ich greife leider speziell an, mein Freund. Probieren wir es so. Natürlich, X-Bart. Ist ja auch fast 10 Level Unterschied sind. Er fängt an. Wie sieht sie auf Ampfer aus? Weil 8 Level Unterschied, ne? Schon einiges. Oh, reicht. Ach, komm schon. Gemein, ey. Ich hasse es, gegen die Squad zu kämpfen. Vor allem, wenn der Giftzahn drauf hat. Ich weiß nicht, ob der es drauf hat. Und auf jeden Fall die gefährlichste, weil X-Bart spielt sie, glaube ich, physisch. Ja, spielt sich speziell. Und dann schon ein bisschen was zu bieten gehabt. Ordentliche Pokémon. Willkommen, Fatimul, zu meiner Abschiedsparty. Aber danke für deine Poké-Dollar. 1200. Geht's rein, da ist ein Wächter. Da oben ist, glaube ich, der Olaf. Kann das sein? Dum, 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 dum. Können wir auch einfach hier hochgehen? Nee, kann ich nicht. Ich frage mich aber, was hier ist. Oder bin ich von da aus gekommen? Nee, von da oben. Die Tür ist vor innen verriegelt. Ich darf da gar nicht rein. Dann gibt es nur diesen einen Weg. Es erinnert mich so ein bisschen an Pokémon Ranger 1. Da musst du auch auf ein Gebäude am Ende drauf und da war der Endboss. Genau ein Stockwerk über uns befindet sich das Kontrollsystem der Fabrik. Ich darf dich nicht durchlassen, obwohl ich das viel eher mit meinem Gewissen vereinbaren könnte. Hä? Albin. Ist Albino oder was? Enteron und Capoeira.
Na, Capoeira. Können wir nicht one hinten, weil Robby einfach wenig Schaden macht. Wird Zeit, dass es mal Reiser wird. Selbst weil Reiser macht dezenten Schaden nur. Ist halt eher so ein Tank. Und der Donnerblitz ist ja klar, wohin der geht, ne? Machen wir einfach Blizzard dann. Treffen beide. Warum kann der Eroas als Wasser-Pokémon? Er ist eher Water Ace und kein Aero Ace, ey. Level 38. Er zieht nach. Stolrak wieder eingeholt. Horriammer. Haariges Gejammer. Turbo-Dreher. Komm, treff beide. Weil diese Muskelprotze haben natürlich Kampf-Pokémon. So wenig Damage. Oh, er ist aber eingefroren. Wie geil. Eingefroren ist mit der ekligste Zustand überhaupt. Dauert nicht ewig, bis der jetzt auftaucht. Das ist gut. Dann können wir uns jetzt um Hariyama kümmern. Aurora Strahl Donnerblitz. Da ignoriere ich den Capoeira jetzt nämlich. Oh, es reicht sogar schon. Hariyama. Beim Anime immer sehr stark. Oh, Mord. Oh, Mord. Krypto? Tatsächlich, scheiße, der kriegt jetzt einen Aurora-Schrein in die Fresse. Ich hoffe, es reicht nicht. Aber ich glaube, es wird reichen. Na, werden wir sehen. Naja, die Queen, ne? Die Queen. Oh, das macht sogar nicht mal viel Schaden. Krass, cool. Dann machen wir es wie folgt. Du schmeißt ein... Na, das ist Blödsinn. Ich will noch keinen Überball werfen. Der muss erst noch paralysiert werden. Dann kümmere dich irgendwie um Capoeira oder so. Donnerwelt auf Omot. Krypto-Schlag. Immerhin auf Robby. Der kann es verknacken. Das ist echt eine Witzfigur, ne? Sobald einer eingefroren ist, kann man das Pokémon nicht mehr ernst nehmen. Guckt ihn euch an. So, jetzt machen wir es wie folgt. Hyperball. Auf Omot natürlich. Und Donnerblitz beendet. Capoeira. Und Sieg. Eins, zwei, drei. Und wir haben es. Das Omot gefangen. Läuft bei uns. Ultrigaria. Krypto. Unser fünftes Teammitglied, Leute. Da haben wir es. Daniel. Das fünfte Teammitglied. Ultrigarium. Vor allen Dingen, wir haben ja den Blattstein, ne? Ich glaube, wir müssen es auf Level 42 trainieren, weil dann kriegt es Rasierblatt. Weiß nicht, ist vielleicht ganz cool. Aquaknarre und Dönerwelle. Kryptofeste, na gut. Ich wollte mich sowieso nicht zurückziehen. Vor allem, es passt mega gut, dass wir Ultrigaria nehmen, weil unser Protagonist, der haben wir ja James genannt. James von Team Rocket, der hat ja immer Satzen hier gehabt. Umso besser. Ah, ist in Ordnung. Kleinvieh macht auch Mist und Schaden. Du wirst den Hyperball. 17 Hyperbälle haben wir noch. Das ist okay. Du musst Body Slam. Der muss jetzt aber wirklich sitzen. Den darf ich nicht besiegen, sonst muss ich die Queen herausfordern. Ja. Aber wie gesagt, es wird das fünfte Teammitglied, ist super wichtig. Aber wir haben ihn. Super.
Dafür habe ich auch mehr Muskeln als du. Ja, herzlichen Glückwunsch. Darauf kommt's an, ne? Bullshit, ey. Ja, hier kann ich hoch. Du, 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 du. Apropos die Queen. Das Signal verloren. Ja, Leute, ich glaube, den fordern wir aber erst im nächsten Part raus. Ich guck mal kurz, was die Uhr sagt. Ne, ich brauch nicht gucken. Wir machen das im nächsten Part. Da haben wir direkt einen krassen Anfang. Den Boss. Den gibt's im nächsten Part. Daumen hoch, falls es gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao. We'll be right back.